Hallo YouTube, hier ist Manu von Jean hilft dir. Und wie wir sehen, habe ich Vorbereitung für dieses Video getroffen. Und zwar habe ich auf meinem Desktop einen Ordner erstellt mit dem Namen Bilder. In diesem Ordner ist ein Bild, logisch, von meiner Lieblingsband Subway to Sally, was den Namen Subway.jpg trägt. Wir sehen, der Ordner Bilder ist mit dem HTML-Dokument, was wir im letzten Video erstellt haben, auf einer Ebene. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Bild einfüge, muss ich mir den Pfad von diesem Bild merken und das ins HTML-Dokument eingeben. Wir gehen also in das HTML-Dokument und geben den Befehl dafür ein, ein Bild einzufügen. Ein Bild fügt man ein mit dem Befehl img. img steht für Image, Image ist Englisch für Bild. Jetzt weiß der Browser, dass er ein Bild einfügen muss. Er weiß aber noch nicht, wo er dieses Bild herkriegen soll. Er weiß quasi die Quelle nicht. Und da Quelle auf Englisch Source heißt, schreiben wir SRC, abgekürzt für Source, und dann ist gleich. Anführungsstriche, und dann kommt der Pfad. Und zwar von diesem HTML-Dokument aus ist der Pfad Bilder Schrägstrich Subway.jpg. Dann wieder Anführungsstriche oben und dann den Tag zu. Bei einem Bild ist es so, dass man keinen End-Tag braucht, so wie bei dem Body sozusagen, wo wir hier gestartet haben und da aufhören. Da ein Bild setzen wir einfach rein und das hat keinen Wirkungsbereich, sag ich mal. So, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und uns angucken, sehen wir, wow, das Bild wurde eingefügt. Magic. Aber das Bild ist zu groß. Viel zu groß. Das bedeutet, wir müssen von dem Bild noch die Werte ändern. Die Höhe und die Breite. Das macht man mit bestimmten Parametern. So wie wir hier jetzt den SRC-Parameter haben, der die Quelle angibt, können wir jetzt einen Parameter einfügen, der heißt Width. Was so viel bedeutet wie Breite, auch wieder mit ist gleich und Anführungsstrichen und wir können einen Parameter eingeben, der heißt Höhe, das ist Height, auch mit ist gleich und Anführungsstrichen. Hier kommt jeweils eine Pixelanzahl rein. Jetzt wissen wir, dass dieses Bild, also wir wissen es noch nicht, aber wenn wir uns das Bild angucken, sehen wir in der Beschreibung, 5353 mal 4059. Jetzt könnte man das natürlich alles ausrechnen und sich sagen, so hoch und so breit soll das sein. Aber wenn man das, also um das Seitenverhältnis beizubehalten, aber man kann auch einfach nur einen Wert von den beiden, sagen wir, wir geben nur die Höhe an, dann löschen wir das mit der Breite einfach mal raus und geben die Höhe an von 100 Pixeln. Dann sagen wir speichern und dann sagen wir aktualisieren. Und wir sehen, das Bild ist 100 Pixel hoch und die Breite wurde automatisch angepasst. Das war's zu den Bildern. Wir können auf die Bilder nachher noch Links draufsetzen, aber das kommt alles noch. Als nächstes werde ich euch erzählen, wie man eine Tabelle macht. Und zwar eine Tabelle auf Englisch wieder. Wir befinden uns bei der Sprache im Englischen, Amerikanischen, Table. So, Table hat er direkt wieder den End-Tag erstellt dafür. Und hier rein kommt jetzt der Inhalt der Tabelle. Jetzt brauchen wir aber, in der Tabelle haben wir ja nicht einfach nur gesagt, wir haben eine Tabelle, sondern wir müssen dem Browser noch sagen, wir haben Spalten und wir haben Zeilen. Als erstes geben wir dafür die Zeile an. Das heißt, Table Row, Tabellenreihe, abgekürzt TR. Sagen wir. So, er macht gleich wieder den End-Tag. Und jetzt haben wir eine neue Zeile erstellt in dieser Tabelle und können sagen, wie viele Zellen in dieser Tabellenzeile vorhanden sein sollen. Als erstes brauchen wir in der Tabelle natürlich die Kopfzeile. Und zwar
wie könnte es anders sein, wieder auf Englisch, TH für Table Head. Table Head, die Kopfzeile im Gegensatz zu einer normalen Zelle in einer Tabelle ist, dass sie automatisch fett gedruckt ist und dass sie automatisch in der Mitte der Zelle steht. TH, dort schreiben wir Part 1, sage ich mal rein. So, jetzt haben wir die erste Zelle erstellt. Wenn wir sagen wollen, wir möchten eine Tabelle erstellen mit drei Spalten, dann machen wir da natürlich drei Kopfzeilen, also drei Kopfzellen. Part 2 und das Ganze nochmal für Part 3. So, danach sehen wir, die Zeile wird wieder geschlossen. Jetzt natürlich wollen wir wieder eine neue Zeile, weil nur mit Kopfzeilen, nur mit einer Kopfzeile ist eine Tabelle unvollständig. Jetzt wollen wir nicht mehr die Kopfzeile einfügen, sondern wir wollen einfügen die Daten einer Tabelle. Table Data, kurz TD. Und wir sehen, er macht es wieder automatisch. Dort tragen wir A ein. Dann sagen wir, weil wir hier oben vordefiniert haben, dass wir drei Spalten bis jetzt haben, müssen wir auch diese Spalten ausfüllen oder sie bleiben leer. TD, die zweite, sagen wir B. Und die dritte, TD, sagen wir C. Das Ganze speichern wir ab. Und wir sehen im Beispiel, eine Tabelle wurde erstellt. Eine Tabelle, aber ohne Rahmen. Sprich, eine blinde Tabelle nennt man sowas auch. Wir sehen fett gedruckt die Kopfzeile und wir sehen unten die Daten, die eingefüllt wurden. Jetzt wollen wir aber die Tabelle so formatieren, dass wir einen Rahmen darum haben. Dies macht man, indem man hier einen Parameter bei Table eingibt. Rahmen, Grenze, Englisch, Border. Und dann kommt wieder das Tolle mit dem Ist gleich und mit den Anführungszeichen. Und in diese Anführungszeichen muss jetzt eine Zahl hineingesetzt werden, welche Stärke an Pixeln die der Rahmen haben soll. Wir können zum Beispiel sagen 3 Pixel. Speichern das Ganze ab. Und ich hoffe, es funktioniert. Es funktioniert. Und wir haben einen Rahmen von 3 Pixeln, der automatisch erstellt wurde. Wir können das Ganze erhöhen auf 10 Pixel, speichern das Ganze ab, aktualisieren und haben noch einen größeren Rahmen. Jetzt haben wir diesen Rahmen. Jetzt wollen wir, ich gebe das einfach mal vor, dass wir das wollen wir dieses A, dieses B, dieses C in die Mitte haben. Sprich, es soll nicht mehr linksbündig sein, sondern es soll zentriert stehen. Und zentriert, das müssen wir leider für jede einzelne Zelle machen. Dann geben wir einen Zellenparameter ein, der heißt Align, was so viel heißt wie Ausrichtung. Auch wieder ist gleich und die Anführungsstriche. Und hier können wir jetzt einfügen, ob wir Center haben wollen oder ob wir Left haben wollen oder ob wir Right haben wollen, aber ich sage einfach mal, wir wollen Center haben, weil ich das vorhin schon vorgegeben habe. Abspeichern, gucken, ob es klappt. Es klappt wunderbar, das A steht in der Mitte. Das gleiche machen wir mit B, aber jetzt wollen wir nicht, dass das in der Mitte steht, sondern wir wollen, dass es rechts steht. Also, right. Funktioniert nicht. Was machen wir jetzt? Richtig, das Wichtigste bei HTML und auch bei allen anderen Programmiersprachen ist, Fehler überprüfen. Wenn irgendwas nicht geht, nicht irgendwie zweifeln an sich selbst, dass man irgendwelche Befehle nicht mehr weiß, sondern gucken, wo Fehler sind. Und dann sieht man, dass wir bei dem zweiten TD Align geschrieben haben und ich nicht Align. Und wenn wir dies umändern, speichern, das Ganze aktualisieren, wow,
Siehe, es geht. Wir könnten jetzt noch bei dem dritten das Ganze machen für links, damit wir alles mal drin haben. Geben wir left ein, speichern das ab und wer logisch denken kann, beziehungsweise wer mitdenkt, weiß, hier wird sich nicht viel verändern, weil der normale Wert sowieso links ist. So, das war es auch schon für diesen Part. Ich bin Manu von Jean, hilft dir und hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.